Herzogin Meghan plus Prinz Harry, kindisch. Verhalten sorgt für Unmut. Das dröhnende Schweigen von Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, ruft immer mehr KritikerInnen auf den Plan. Anfang März 2023 bestätigte ein Sprecher der Sussexes gegenüber The Times, dass das Büro von König Charles 74, ihnen eine Einladung zur Krönung am 6. Mai hat zukommen lassen. Auf eine Zu- oder Absage wartet der Monarch seitdem vergebens. Mit ihrem Abwarten ziehen sie mediale Aufmerksamkeit auf sich. Ein Verhalten, das der königliche Kommentator Rafa Heidelmanko in der britischen TV-Sendung GB News nun als beschämende Publicity-Masche gebrandmarkt hat. Seit dem 3. April ist die Frist für eine Antwort auf die Einladung zur Krönung, die an 2000 Gäste verschickt wurde, verstrichen. Das behaupteten kürzlich palastinterne Quellen gegenüber Daily Mail. Die ausstehende Nachricht von Prinz Harry und Herzogin Meghan bereitet den OrganisatorInnen, die versuchen, Details wie die Sitzordnung sowie die Sicherheit für die VIPs zu regeln, angeblich Kopfzerbrechen. Auch die britische Königsfamilie dürfte gespannt auf eine Reaktion warten, allen voran Charles und Prinz William 40. Das Verhältnis zwischen ihnen und Harry gilt spätestens seit seinen explosiven Aussagen in den Memoiren Spare, DT, Doppelpunkt, Reserve, sowie zahlreichen dazugehörigen Interviews und der Netflix-Doku Harry und Meghan als zerrüttet. Dass die Sussexes jetzt alle zappeln lassen, bewertet der Royal-Experte Rafa Heidelmanko im Gespräch mit GB News als ziemlich narzisstisch. Weil es am Krönungstag eigentlich darum gehen soll, den König zu feiern und alle Aufmerksamkeit auf die Monarchie zu richten. Doch mit ihrem Drama würden Harry und Meghan nun das Gegenteil erreichen. Ich glaube, Harry und Meghan zeigen der Welt damit nur, wie kindisch, egozentrisch und selbstbesessen sie sind, stichelt Heidelmanko weiter. Seiner Meinung nach sei es eine beschämende PR-Masche. Und der Herzog und die Herzogin von Sussex würden die Situation so gut ausnutzen, wie es eben geht. Aus dem amerikanischen Lager, Harry und Meghan leben seit 2020 im kalifornischen Montecito, heißt es, dass das Volk, das selbst keine Monarchie hat, von den Royals besessen sei. Sie werden wahrscheinlich in Scharen nach Großbritannien kommen. Nur um zu sagen, dass die Sussexes bei der Krönung waren, behauptet US-Autorin Bonnie Greer im Interview mit dem britischen Digitalradiosender Times Radio. Doch vor allem für ihre Kinder Archie, 3, und Lilibet, 1, hoffe Greer, dass Meghan und Harry am Tag des Krönungsspektakels erscheinen. Das habe einen historischen Hintergrund, weil ihre Kinder zwei der einzigartigsten Menschen sind, die in der Geschichte geboren wurden. Mütterlicherseits stammen sie von versklavten Afrikanern ab und väterlicherseits von allen königlichen Häuptern, die es je gegeben hat. Die Präsenz der Aussteiger-Royals an dem historischen Ereignis nehme daher eine besondere Bedeutung ein, verwendete Quellen, TTMS Co.uk, Express Co.uk, Gnefs.com, Daily Mail Co.uk. Jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tarde printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea dă din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-atât.